Und jetzt geht's mit ein paar anderen Themenbereichen mal weiter. Ne? Wir waren gerade in der Jurassic Adventure Wasserbahn hier und es war echt atemberaubend. Es war wirklich wie im Film. Man hatte zuerst so ein ganz entspanntes Viertel, halt wo liebe Dinosaurier noch lang gefahren sind, und dann kam man zu dem gefährlichen District, wo nachher überall Return, dreht das Boot um. Und da ist natürlich auch alles außer Kontrolle geraten und die Dinosaurier, die bösen Dinosaurier, sind da lang gelaufen und man wurde gut nass dabei. Aber es hat riesig Spaß gemacht, das war cool. Wir sind gerade einfach mal bei so einer Spider-Man-Attraktion reingegangen und es ist wirklich alles mit so viel Detail und Liebe gemacht und so viele Extras. Wirklich, das Anstehen macht hier Spaß. Das ist unglaublich. Es war großartig, wirklich. Auch mit was für einer Story, die immer dabei sind bei der Achterbahn, es ist unglaublich. Ja, vor allem, man ist wirklich mittendrin. Der Screen ist um einen herum. Das ist wunderbar. So gut. This was great. Mit auf den Hogwarts Express zurück nach King's Cross in London. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß mit uns. Ja, das ist noch nicht das Ende. Es geht noch weiter. Ist noch nicht das Ende, aber für Harry Potter sage ich schon mal Mischief managed. Übrigens aus. Habt ihr noch nie gesehen. Und wir werden jetzt
dem ersten Park, wo wir zuerst durchgegangen sind, im ersten Teil, bei den Simpsons, nochmal lang gehen, alles nochmal abklappern und schauen, was uns da noch gefallen könnte. Also wir kommen jetzt von der Isle of Adventure und gehen jetzt wieder zurück zum Universal Studio in Florida. Genau. Dafür haben wir jetzt noch 2 Stunden Zeit. Ja, aber das ist natürlich nur für die Muggel-Modelle. Für alles andere ist es ja, ne? King's Cross und Fresh. Welcome to San Francisco. Fluch der Mumie war auch super. Ja, gruselig ein bisschen. Ja, muss es ja aber auch. Ist ja auch ein Fluch. Wir sind hier nochmal bei den Simpsons gelandet und zwar mussten wir unbedingt nochmal hier diese, ich weiß nicht, ob es eine Achterbahn ist oder was uns hier drin erwartet, auf jeden Fall müssen wir das auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Wie es aussieht, sind wir jetzt in Krustyland gelandet und werden hier eine Tour machen. Wie das genau aussieht, hoffe ich euch zeigen zu können gleich. Ja Leute, das war das letzte Geschäft, was wir gefahren sind mit den Simpsons. Hier steht ja schon Wartezeit 60 Minuten, also wir mussten unglaublich lange anstehen, aber... Es war ganz cool, es ging um, dass wir halt im Krusty Park sind und Tingle Tangle Bob will den Krusty Park zerstören. Ja. Und ja, wir waren da dann auf so einer Achterbahnfahrt und in einem Wasser... Auch kurz in der Hölle bei Satan und sind dann wurden wieder hochgezogen. Aber das war wirklich witzig gemacht. Wir waren ganz sogar in Maggies Mund. Es waren ganz viele Pointen noch mit drin verarbeitet, also es hat wirklich Spaß gemacht. Und auch in der Warteschlange, die ganzen Clips, die eingespielt wurden, war schon witzig gemacht. Auch immer diese Anspielung, dass alles im Freizeitpark super teuer ist und man lange warten muss, ja, ist schon herrlich. Zum Schluss immer noch so ein Gift-Shop kommen muss und so. Das ist schon gut, gut gemacht. Auf jeden Fall war es das jetzt von diesem unglaublich langen Tag von uns. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. 10 Stunden. Ja, das Geld hat sich aber 100% gelohnt. Ich habe sowas in meinem Leben wirklich noch nie gesehen hier. Diese Dekoration und alles mit so viel Liebe gemacht und die ganzen Fahrgeschäfte. Es war wirklich cool. Ja. Und ja, wir müssen jetzt auch erstmal irgendwo entspannen, ein bisschen runterkommen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer spannenden Walnacht. Ne? Das wird erstmal eine Achterbahnfahrt. Das wird eine Achterbahnfahrt, glaube ich auch. Aber bis dahin, ihr wisst ja schon das Ergebnis. Ah. Naja, macht's gut. Tschüss. Wieso wissen Sie schon das Ergebnis? Na Leute, hier sind wir wieder im Parkhaus. Und wisst ja auch noch, was ich heute Morgen gesagt habe, wo wir geparkt haben. Ihr solltet euch das merken. Die Auflösung kommt jetzt. Es ist Jurassic Park 404. Tada! Glückwunsch an alle, die es richtig hatten.